Nach der Zeit im Krankenhaus freuen wir uns, Marokko endlich ein wenig zu erkunden. Wir machen zur Abwechslung mal einen Trip über Land. Heute geht's nach Rix Café, Casablanca. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, auf der einen Seite die totale Armut. Und da hinten sieht man jetzt nicht so recht, weil wieder alles... Schicke neue Hafenviertel. Genau, das schicke neue Hafenviertel. Der Atlantik sieht man auch nur zur Hälfte. Und die Sehenswürdigkeit, weswegen wir diesen langen Weg gegangen sind, ist die Riesenmoschee. Seht ihr nicht? Ist aber da. Glauben wir. Ach doch, da oben, man sieht da unten. Oh, schön. Die Spitze. Guck mal, da oben kommt er. Der Turm. Vor der Moschee. Das Minarett der Moschee ist mit 200 Metern das derzeit höchste religiöse Bauwerk der Welt. Am liebsten. Darf ich nicht, Mann. Ich brauche ja neue. Was habe ich getan? Lenny, für dich die goldenen. Eine Ecke. Ja. Medina, die alte Stadt Casablancas, ist ein echtes Erlebnis. Ach ja, guck. Unterm Schleier und so. Krummsäbel. Ist das denn nur die Hülle? Nee, den kannst du wahrscheinlich da rausziehen. Was nicht? Ja. Ist das... Wie viel kostet der? Gerade ein Solitärspiel auf dem Markt hier erworben. Bis aus Blut gehandelt. Ja. Fast behindert durch die eigene Familie. Der Verkäufer war den Tränen nah. Mutter auch. Wieso? Wir wollten das doch kaufen. Wieso gehen wir jetzt? Ja. Hat er gut gemacht, der Stevie. Lenny und Malte führen ein Reisetagebuch, in dem sie die Erlebnisse der Reise festhalten. Was macht ihr gerade? Fällen Sachen ein. So rum ist doch der Reisetagebuch. Ja, mach das mal richtig rum, so. Dann kannst du das. Wo war ich eben drinne? Könnt ihr mir das zeigen? Bevor es losgehen kann, müssen wir noch zum Steg der Behörden in Marokko, um dort auszuklarieren. Wo geht's jetzt hin? Auf das Meer! Lange wissen wir nicht, aber lange! Wir verlassen gerade Rabat. Das war mit allen Höhen und Tiefen doch echt eine schöne Zeit hier, oder? Auf jeden Fall. Der bevorstehende Segeltrip wäre mit 450 Seemeilen der längste bisher. Wir überlegen erst einmal, die Küste runter zu segeln und dann zu entscheiden, ob wir rüberqueren zu den Kanaren oder noch einen Zwischenstopp in Marokko einlegen. Und da vorne mit dem Pilot fährt der freundliche Said. Der hat uns auch sehr geholfen. Und jetzt geht's wieder raus auf den Atlantik.
Die Mami hat vorgekocht. Ja. Lenny herrscht über die Mentos. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich stehe gerade unter Schock. Wir sind in eine Reuse gefahren. Ich hatte Nachtwache mit Lenny, die zweite heute Morgen. Ich war total müde und ich habe gar nicht null gesehen. Da. Ja. Achtung. Lenny hat sie überhaupt gesehen. Da, das ist die Kennzeichnung. Man muss dazu sagen, es ist hier extrem neblig. Es wird auch gerade erst hell. Ja, muss man schwimmen gehen. Aber was ist die Haie? So, Stevie. Guten Morgen. Ich durfte gerade schlafen. Ja. Bist du schon mal in eine Reuse reingefallen? Wir haben auf jeden Fall jetzt eine neue Leine. Aber bist du schon mal in eine Reuse reingefallen? Nein. Schade, sonst wüsstest du, wie das geht. Aber ich glaube, da unten lauert ein Hai. Lenny, hörst du bitte auf, du kleines Biest. Ich glaube auch, da lauert ein Hai. Ja, wir rufen jetzt gleich den Reusennotdienst an. Die werden das dann schon regeln, hoffe ich. Nee, da kannst du nichts machen. Da kannst du nur mit dem Messer tauchen gehen. Okay. Ja, wir müssen das am Propeller machen. Und erstmal gucken, wie das da unten aussieht. Schnick. Schnack. Ich hab gewonnen. Schnock. Mal sehen, wie ich über den Wasser spitze, wenn dein erster Hai kommt. Musstest du schon mal auf einem Meer, wo Haie sind, ins Wasser springen? Hier sind doch keine Haie. Doch. Der schäbige Küchenmesser. Nein. Der Papa stirbt nicht, Lenny. Das Schlimmste für den Papa ist das kalte Wasser. Das kalte Wasser, das ist die Herausforderung. So. Stevi, ich liebe dich. Vielen Dank. Und du bist mein Held. Das ist kalt, das Wasser. Ich bin noch warm, Duscher. Warst du nicht der Junge, der gerade noch in Tränen aufgelöst war, dass der Papa nicht da reingehen soll? Ich schub's dich rein. Das war's schon. Nee, im Ernst? So. Wie hast du das jetzt gemacht? Der Mut der Verzweiflung. Hier, Papa. Plus Aversion gegen kaltes Wasser. Da, 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 da. Oh, wir haben schnell genug gestoppt. Juhu! Problem gelöst! Hätte ich nicht gesagt, wäre es noch schlimmer gewesen. Ja. Große Aufregung. Irgendwas hängt an der Angel. Und man weiß aber nicht was. Es zieht senkrecht runter. Ein neuer Morgen. Eine neue Leine in der Schraube. Läuft bei uns. Noch dazu? Diesmal haben wir uns die selber reingezogen. Die Angelschnur. So, wir haben gerade einen Schwarm Delfine entdeckt. Es war ja immer dein Traum, Stevie, mit Delfinen schwimmen zu gehen. Auf dem Meer mit wilden Delfinen, klar. Ja, vielleicht eher nicht. Hindernis Nummer 2 ist der Haken, der da unten natürlich jetzt auch irgendwo rumschwimmt, in den es gilt, nicht reinzuschwimmen. So, natürlich. Köder gerettet. Viele Flauten, dann Wind und Welle haben unsere kleine Crew zermürbt. Und so entscheiden wir uns erstmal noch in Essaouira Stopp zu machen. Eine Boot ist schräg. Wow, da weiß man gar nicht, wo das eine Boot aufhört und das nächste anfängt. Das sind mal echt viele Fischerboote im Päckchen. 2, 3, 4, 5, 6. Cool. Mama. Das ist hier der Hafen von Essaouira. Und um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen aufgeregt, was die Einfahrt angeht. Der Hafen ist auch, glaube ich, nicht so richtig als Sporthafen gedacht. Wow, man fühlt sich ein bisschen wie in Waterworld hier. Ey, ich
völlig richtig. Die fahren damit nicht mehr raus. Doch, die fahren damit raus, aber die leben trotzdem da drauf. Okay. Da ist ein anderes Segelboot. Wow. Da fahren wir schon wieder. Ja, 27 Euro für gar nichts waren uns irgendwie 27. Zu viel. 27! Ja. Aber es war in jedem Fall sehenswert. Someday, take a look at you and me. Are we too blind to see? No. We simply cannot be. So, unsere Bordschule. Mechanik. Das kann man auch hier dran machen, den dicken. Steht heute auf dem Stundenplan. Hey Jungs. Andersrum? Ja. Hallo. Hi, was macht ihr? Einen Nusskasten erklären. Okay, und wie kamt ihr drauf? Wir müssen den Impeller vom Dingi abbauen, weil wahrscheinlich ist der kaputt. Ja, neue Woche, neues Problem. Nachdem das Dingi jetzt endlich wieder fuhr, war ja der Motor dran und jetzt ist es wieder der Dingi-Motor. Die Motoren, die wir hier so an Bord haben, wechseln sich also fröhlich ab. Sehr schön. Aber so wird es dem Stivi nie langweilig. Ein 10-Meter-Boot birgt eine schier unendliche Möglichkeit rumzubasteln und zu frickeln. Ist doch toll. Mehr brauchst doch nicht. Da ist der Fischereihafen, auch die Einfahrt sieht man nicht, ist da aber. Da waren wir für circa 2 Stunden drin und haben uns dann entschieden, doch lieber zu ankern, weil das unglaublich gestunken hat da drinnen und überall lagen tote Fische und Fischhäute und Fischköpfe und Möwen, ein Möwengeschwader, die scheißen dir das ganze Boot voll. So, was ist kaputt? Zeig mal bitte. Also, der Impeller ist offenbar das Problem. Ja. 3 von den 6 Flunken sind abgebrochen. Eine liegt hier rum, die hat wahrscheinlich das auch immer verstopft. Deswegen kam mal Wasser und mal nicht. Versuchen wir den hier abzubauen, ich habe keine Ahnung wie. Dann versuchen wir einen neuen Impeller zu finden und dann sollte das eigentlich wieder gehen. Hier in der Medina, das dürfte gar nicht so einfach werden. Aber wer weiß, verkaufen tun wir hier eigentlich alles. Ich film euch, Hühner auf der Stange. Yeah. Benno hat seine ersten Schritte gemacht heute am Strand. Ich glaube, da gibt's keinen Chef. Ja. Der ist ganz lang. Malti, kannst du bitte neben dem Kinderwagen gehen? Das wäre echt eine Hilfe. Malti, da muss ich nicht so gehen, da würde ich mir die Hosen machen gerade. Komm, ich geh mal bitte neben dem Wagen. Aber meine Hosen sehen aber toll aus. Okay.
Aber sind die Kekse lecker? Ja. Ja, die sind lecker. Auf Wiedersehen, Marokko. Wir brechen auf Richtung Kanaren. La Graciosa ist unser Ziel. Marokko ist wirklich ein wunderschönes, faszinierendes Land und es war toll, einen Einblick in die Kultur zu bekommen. Aber das, was uns am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist die Herzlichkeit der Menschen und die Offenheit, mit der wir aufgenommen worden sind.